Bricktastisch geht es weiter mit Brickforce auf der Map Alien War von Yodaman mit der Spider spiele ich. Yo, frischen Wind braucht das Land. Ich denke, es schadet nicht, ab und zu hier mal einen Frühjahrsputz zu machen. Die Videos sind jetzt auch in Full HD. Ich spiele jetzt im Vollbildmodus hier Brickforce. Bisher immer im Fenstermodus 720p, also 1280 mal 720 Pixel sind das. Und hier jetzt auch in Full HD 1000. Wow, was? Zum Henker? Von wo? 1900 irgendwas mal 1080. Also, wow, mein Gott. Also komplett in groß. Ich habe einfach gedacht, das mache ich jetzt sowieso bei allen Projekten. Full HD ist heutzutage schon irgendwie Stand der Dinge. Wer sich diese Qualität reinziehen möchte, der kann das ab sofort auch tun. So, jetzt stürmen wir hier gleich mal das Gebäude vor. Aber der ist mir noch ein Dorn im Auge. Dieses Kraftpaket haben wir jetzt freundlicherweise mal wegtransportiert mit dem Lieferdienst. So, und jetzt schleichen wir uns hier hinein. Es gibt auch ein paar einfach so Änderungen und ich habe einfach gemerkt, in den letzten Monaten so, als Videoproduzent, Gamer, Let's Player, worauf es bei den Videos noch mehr ankommt, möchte das natürlich auch immer mehr in die Tat umsetzen. Und bei Brickforce habe ich einfach gesehen, es kommt so krass auf die Maps an. Also, ich bekomme so viele Map-Vorschläge, die Leute wollen, dass ich die Maps spiele, vorstelle, bewerte. Und mir macht das selber auch Spaß und so viele Maps, das ist einfach... Ich weiß nicht, das ist dieses große... Wow! Bist du AFK? Oder chattest du? Das, aber zum Chat werde ich auch noch kommen. Das ist dieses große Feature einfach von Brickforce. Man erstellt seine eigenen Maps, kann dann auf denen zocken. Man kann sie bewerten, man kann sie runterladen, man kann sie wieder löschen, wenn sie schlecht sind. Aber ich komme... Was? Wo? Ich bekomme einfach so viele Vorschläge. So, jetzt schauen wir mal, ob der AFK ist. Ich bekomme einfach... Nein, ist er nicht! Ist er nicht! Da hat er meinen Hammer gesehen und hat die Gelegenheit natürlich schamlos ausgenutzt. So. Genau. Und die Maps. Ich möchte auch vor allem die Map-Ersteller dann noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken. Genauso wie die Map-Namen, die man jetzt gleich auch im Titel sieht. Und wer dann eine Map gut findet, oft sind ja die Namen... Ja... unaussprechlich oder man erkennt sie einfach nicht so leicht wieder und da kann man sie, wenn man denn möchte, einfach gleich aus dem Titel rauskopieren in die Kartensuche und ab geht's. Schon hat man die Map. Irgendwo ballert da die ganze Zeit jemand da oben schon wieder, den erkennt man durch seinen Hut gar nicht. Ah, die Pfadfinder sind unterwegs hier im Spacigen und da hinten ist auch jemand und ich bekomme sie hier gleich wieder auf den Kopf. Jetzt was Schönes von diesem Turm. Ich gehe jetzt auf den Turm rauf. Hallo, das... Nicht mit mir. Genau, was es noch zum Chat zu sagen gibt. Standardmäßig kann man ja in, ja, vielen MMORPGs, zum Beispiel, die ich so spiele, entweder den Chat anpassen, dass man in diesem Chat-Unterfenster jetzt nur Gruppennachrichten sieht, dass man in diesem Fenster jetzt nur allgemeine Zonennachrichten sieht. Und ich glaube, der mit der Schweinchenwaffe verfolgt mich so ein wenig. Das irritiert mich durch die Schritte. Da oben, da oben, da oben, da oben. Und down ist er. Und im Brickforce geht das eben leider nicht. Und ja, mit der Zeit sammelt man eben auch ein paar Leute an, die einen nicht so gerne haben, aus welchem Grund auch immer. Und da kommen dann ziemlich viele Spam-Nachrichten im Chat, die ich nicht im Let's Play haben möchte. Und deshalb passe ich in jedem Spiel den Chat an. Immer für die Videos stelle ich das dann komplett aus. Alles, wo man irgendwie allgemeine Nachrichten oder Anflüstern machen kann. Oh mein Gott, ich komme da schon wieder nicht durch. Speck doch endlich mal ab hier, mein lieber Brickforce-Kandidat. Ja, und in Brickforce geht das eben. Da ist er schon wieder. Ich finde nicht, wie man da raufkommt. Und der hilft mir da auch nicht wirklich dabei. Wie kommt man auf diesen komischen Turm rauf? Das gibt's ja wohl nicht. Was, hier? Ja, in Brickforce geht das leider im Spiel selber nicht. Habe ich nicht gefunden. Deshalb muss ich das leider per Hand irgendwie ausblenden. Ausblören, wie man sagen würde. Ja, das ist auch eine der Änderungen. Hat mir, wie gesagt, leider nicht so gefallen. Ich kann nichts dagegen machen. Und meine Ignore-Liste wird sonst viel zu voll.
Und das geht einfach nicht. Und ich finde es einfach... Oh mein Gott, geh da, bitte, geh da runter. Ich will mal ein bisschen Action noch hier. Wo sind die Leute? Sind die alle in diesem Turm, wo ich nicht drauf komme? Jetzt gehe ich da mal ganz rauf. Ich bin mir sicher, das ist hier. Nur das Blöde ist, wenn man springt, dann fliegt man gleich, keine Ahnung wohin. Und jetzt zeigen sie sich. Oh, da hinten geht die Post ab. Da hinten geht die Post ab. Ich hasse es zu fliegen. Oh mein Gott, da kommt man einmal raus und schon geht die Post ab. Mann. Ja, und deshalb jetzt bin ich zufrieden damit. Wo sind die denn? Der fliegt hier herum. Jetzt fliegt der nächste. Da, jetzt muss ich mal stehen hier. Beim Laufen verzieht die Waffe so sehr. Der fliegt hier. Der wirft da eine Rakete. Und der nächste ist hier. Und der will da schon wieder rauf. Vergiss es. Vergiss es. Sind ja alle nur Sniper unterwegs. Du bist down. Aber, oh, da hinten. Oh mein Gott, das ist gar keine gute Methode. Gar keine gute Stelle, wo ich hier gerade bin. Wie kommt man da rein? Wie kommt man? Hier kommt man da rein. Oh, geh runter. Gravitation, wie ich dich hasse. Gravitation. Nein, ich hasse dich nicht, aber manchmal kann man da auszucken wegen der Gravitation. So, wo bist du? Wo bist du? Hier bist du. Hier bist du doch. Ha. Haha. Ha. Hier oben schon wieder. Hier oben schon wieder. Hier oben schon wieder. Oh. Was hast du nur für ein Hundeglück, dass du direkt neben mir wieder spawnst? Das gibt's ja wohl nicht. Und ich habe auch ein Glück, dass ich... Ah, okay, nein, das ist gar nicht so schlecht, hier zu spawnen. Hier zu spawnen, hier zu spawnen. Wieso triffst du nicht? Wieso triffst du nicht? Komm am Boden an, schnell! Eigentlich könnte man ja meinen, ich bin so fett. Der Brick-Charakter hier, der kommt nie durch die Leiter durch. Und dann kann er aber fliegen, als gäbe es keinen Morgen. Und schon wieder da oben. Der Kraftpaket hat zwei Stellen, wo er sein Zelt aufschlägt. Das wäre einmal der Turm und einmal hinter mir. Muss man immer ganz gut aufpassen. Oh, jetzt kommen Granaten geflogen. Kommen Granaten geflogen, setzen sich nieder auf meinen Kopf. Und dann geht die Post ab. Und habe ich jetzt schon herausgefunden, wie man auf den Turm raufkommt? Oh mein Gott. Ja. So sieht man sich wieder. So sieht man sich wieder. Okay, wenn ich jetzt gleich wieder... Oh mein... Ich wusste es. Geh doch weg. Ich komme da nicht runter. Negativ. Was heißt negativ? Was heißt negativ? Er kommt gleich hier. War das hier? Granaten! Und ich gehe down. Das ist eine assistige Runde, muss man sagen. Und sie ist auch gleich zu Ende. Jetzt laufe ich da nicht einfach so raus, sondern warte hier einfach mal. Ganz hundsgemein, wie es jeder tut. Und du bist auch down. Ui, da kommen ganz viele Granaten geflogen. Von wem denn? Gut. Hey, ich erlöse dich von deinen Qualen. Du wärst sonst nur... Hey, von der Map runtergefallen? Sodala. Hätten wir das auch geklärt? Nein, die letzten 10 Sekunden... Hast du die Sniper? Die letzten 10 Sekunden, komm, du gehst noch weg. Du gehst noch down, ich sag's doch. Und hier hinten fliegt auch einer. Oh. Und damit ist es zu Ende. Und mit einem bricktastischen Spieletrend geht's beim nächsten Mal weiter. Geht in Deckung!